Willkommen beim Kanal Odysseus. Heute zeige ich euch ein Nachtragvideo zum 5G-Eilvideo. Das erste Video habe ich hier gleich unten noch einmal verlinkt, wer es nochmal sehen möchte oder noch nicht gesehen hat, weil ich auf dieses Video Bezug nehme. Dieses Material, was ich euch jetzt gleich zeigen werde, zeigt auf, dass diese Funkmasten, die vor Schulen aufgestellt worden sind, durchaus schon seit längerem System ist. Und vor allem werde ich hier im Verlauf des Videos noch auf ein paar Dinge eingehen. Zum Ende des Videos spricht eine Frau, die in diesem Bereich arbeitet und hier auch erklärt, warum diese Funkmasten vor den Schulen aufgebaut werden. Weil das ist ja die Hauptfrage. Warum werden diese Tower direkt vor die Schulen aufgebaut? Wir gehen gleich über auf das Video. Ich habe ein paar Passagen übersetzt, nicht das komplette Video. Das könnt ihr euch unten verlinkt auch noch einmal im Vollen ansehen. Wir gehen jetzt nur auf die Teile ein, die für uns hier wichtig sind und interessant sind. Dieser Mitschnitt ist von 2015 und steht in aktuellem Bezug zu dem Ausbau für 5G an Schulen. Wir berichten über einen Tower, der sehr nah zum Boden einer Grundschule aufgestellt worden ist. Gleich in der Nähe eines Basketballplatzes, wo junge Kinder Tag für Tag spielen. Was hat das dort zu suchen, wenn man die Gesundheitsgefahren kennt? Es gibt Studien und Dokumentationen, die dies beweisen, dass EMF-Strahlung Krebs verursacht, die Wachstumshormone stört und alles Mögliche. Nachdem wir diese Story veröffentlicht haben, sendeten uns die Menschen E-Mails und Kommentare. Sie machen das wirklich überall, an allen Schulgebäuden. Schaut euch das an. Sie stellen 100 Fuß Stahltower gleich neben Footballfelder auf. Das hier ist ein Rückgebäude einer Grundschule, bei dem es gleich am Gebäude selbst befestigt wurde. Das hier ist eine Grundschule in Utah. Hier ist der Spielplatz. Hier ist der hintere Teil des Spielplatzes. Es ist nicht direkt am Spielplatz. Ein falscher Baum hier am hinteren Ende des Schulgebäudes. Warum ist das auf dem Schulgelände? Es ist etwas weiter vom Spielplatz entfernt, aber ist immer noch sehr nahe. Warum gibt es keinen anderen Ort, dies hinzustellen? Schaut euch die Early Childhood Center Schule an. Hier ist der Spielplatz, wo die Kinder spielen. Und hier ist der gigantische Tower. Schaut her, hier ist der Spielplatz, an dem die Kinder spielen. Und hier der gigantische Tower, der runterschaut, wo sie spielen. So, da unterbreche ich jetzt. Und zwar gehe ich jetzt hier auf den Ausschnitt ein aus dem ersten Video. Ihr seht hier im ersten Video einen Spielplatz. Und ich habe mich auch schon gewundert, auch bei diesem ersten Video, wenn es jetzt 7- bis 8-jährige Kinder sind, wieso ist da noch so ein kleiner Spielplatz? Also so ein, ja eigentlich für Kindergartenkinder, ja, habe ich mir gedacht. Aber da habe ich mir dann keine weiteren Gedanken gemacht. Jetzt gehen wir über zu diesem anderen Video. Hier, das uns gezeigt worden ist. Also ihr seht hier die Schule, ja. Und hier sehen wir den Sendemasten. So, hier ist noch nicht so viel bestückt. Hier sind ein paar Sendeanlagen drauf, ja. Aber da ist noch nicht so viel drauf. Jetzt gehe ich hier auf eine Ansicht von 2016, Google Maps. Schaut euch an. Wir haben fleißig gearbeitet. Und jetzt 2018, 2019 wird da eine Menge passiert sein. Da werden nagelneue Anlagen angebracht sein mit neuen Frequenzen und so weiter. Also man sieht, hier wird ausgebaut, ausgebaut und ausgebaut. Das vor allen Schulen. Ich dachte schon, dass es nicht schlimmer kommen kann, aber wie ist es doch? Es kommt dann schlimmer. Hier steht Early Childhood Center. Das heißt, es ist nicht eine normale Grundschule, sondern das ist eine Vorschule. Diese Schule hier, Early Childhood Center, das ist für 3- bis 4-jährige Kinder. Ja, genau, für 3- bis 4-jährige Kinder. Und wie ihr hier seht,
Jetzt wissen wir auch, warum das solche Spielplätze sind. Weil es wirklich die ganz Jungen sind. Die ganz Jungen, auf denen diese Geräte gerichtet werden. Und genauso ist es hier im ersten Video gewesen. Genauso. Das heißt, hier muss das auch eine Early Childhood Schule gewesen sein, also eine Vorschule. Und ihr habt gesehen, was die hier hingestellt haben. Das sind Monster, das sind, ja, ich weiß gar nicht, wie ich es ausdrücken soll. Das hier ist für als Geschenk für die ganz Jungen. Ja? Und das als Empörung und das als Aufklärung. Here's another one right here on the parking lot. This particular school is putting them right on top of the building. Can you see that? Just right there on top. Hier stellen sie es direkt auf das Dach, gleich neben die Klassenzimmer. Anscheinend hat diese Schule so viel Geld damit verdient, dass sie sich diesen neuen Spielplatz hier leisten können. Alle Schulen in diesem District haben diese Tower direkt auf dem Gebäude. Seht ihr hier? Und hier direkt an der Turnhalle. Sie sind überall an diesen Schulen. Und nochmal, wie ist es erlaubt, dass sie das machen? Machen die Schulen es, um Geld zu verdienen? Es gibt keine Langzeitstudien, die zeigen, dass es sicher ist. Und es wurden Studien durchgeführt, dass jeder 10. Tower die maximal erlaubte Strahlungsintensität nicht einhält. Sie sagt jetzt hier zusammengefasst, dass es eine Internetseite gibt, die unerlaubte Strahlungsintensitäten erwähnen. Also es ist so, als gäbe es ein Speedlimit, aber keine Polizei. Und hier ist die Antenne mitten im Spielplatz. Hier genau unten drunter spielen die Kinder. Glaubst du, dass 20 Fuß reichen, dass die sicher sind, um diese Kinder hier nicht zu schaden? Und hier ein Bericht der FCC schreibt, dass Studien zeigen, dass bereits niedrige Strahlung, also niedrige Level von Strahlung, Veränderungen im Immunsystem verursachen können, neurologische Wirkungen und andere Gesundheitsprobleme, eingeschlossen Krebs. Es müssen weitere Untersuchungen durchgeführt werden. Und in den anderen Bereichen, in denen ich Forschung betrieben habe, ist, dass besonders letztes Jahr ein großer Boom bei allen großen Telekommunikationsunternehmen stattgefunden hat, also auch speziell an Schulen, gerade in Grund- und Mittelschulen. Viele Eltern haben damals dagegen gekämpft. Es war wirklich massiv. Schulen machen damit Geld. Aber was ist hinter diesem Druck? Warum machen sie es bei Schulen? An Schulgebäuden, an Spielplätzen von Schulen, an Schuldächern? Warum machen sie es dorthin und nicht woanders hin? Natürlich, das neue Zeitalter ist da. Computer gehen immer mehr in die Klassenzimmer und in die Heimarbeit und so weiter. Aber das ist keine ausreichende Antwort. Gefährliche EMF-Antennen so intensiv und nah an die Gebäude und Plätze zu machen, wo Kinder wachsen, sich entwickeln, ihre Gehirne sich entwickeln und mit dem Hintergrund, dass diese Geräte Schaden anrichten. Das ist so schnell zu unserem Alltag geworden, dass niemand über die potenziellen Gefahren nachgedacht hat. In Belgien beispielsweise hat man Kindern verboten, Smartphones zu benutzen. Und viele Eltern haben die Reißleine gezogen und gesagt, keine Tower auf diesen Grundstücken. Wir haben jetzt nachgefragt, warum das so ist. Wir sind in einem neuen Zeitalter des Konzentrationslagers. Und wir sind eingesperrt mit Frequenzen, die wir nicht sehen. Es ist so, als würde man einen Hund in einem elektronischen Zaun halten. Und mit uns allen passiert genau das. Wir sehen sie in Schulen. Die Menschen fragen, warum in Schulen? Es geht darum, Gehirnkontrolle für Schüler auszuüben. Wir wissen, wir haben ein gemeinsames Kernlernprogramm. Sie bringen Wi-Fi ein und ich habe mit Barry Trower gesprochen. Sie werden es sehen in stopcrime.net. Wi-Fi ist eine bekannte, bewaffnete Frequenz, die in allen unseren Schulen installiert werden und verbunden werden mit den Towers. Sie bringen uns zu Fall. Das ist eine schnurlose Übernahme.
Und die vielen GMOs und Gifte und Toxine, die sie in unseren Körper gegeben haben, interagieren obenauf mit diesen genannten Frequenzen. Dies alles interagiert und ist eine totale und dumpfe Ausprägung. Dies war der Mitschnitt von Deborah Tavares. Sie hat in weiteren Videos, in Fortsetzungen, noch mehr darüber erzählt. Aber diese Videos wurden alle von YouTube gelöscht. Gib diese Informationen weiter. Klärt die Leute auf über 5G. Ich liebe euch. Ich danke euch. Bis zum nächsten Mal. Bye bye.